Der Sommer meint es wirklich gut mit uns und die Temperaturen sind wirklich einfach der Wahnsinn. Zum Dahinschmelzen könnte man sagen, und da sind wir schon so ein bisschen beim Thema. Ich war schon baden, ich habe viel Wasser getrunken, habe so richtig meinen Körper heruntergekühlt bekommen, habe ich nicht. Aber sag mal, Mr. Kameramann, hast du da vielleicht eine Idee? Was denn? Eis! Das ist eine gute Idee. Danke. Aber so Eiswürfel, die kühlen ja jetzt auch nur ganz kurz. Guck mal, der zerschmilzt ja schon. Wollen wir eigentlich mal ein Eis essen gehen? Komm doch einfach mit. Los! Los geht unsere kleine Rundreise, auf der wir beispielhaft die Vielfalt der städtischen Eisszene zeigen wollen, auf der breiten Straße. Aus Zucker, Glukose, Dextrose, Fruchtpüree und Wasser zaubert Familie Schreiber hier feinstes Fruchteis. Seit gut 2 Jahren werkelt Christoph Schreiber hier an der perfekten Kaltspeise. Sein Rezept? Mehr Geschmack durch einen besonders hohen Fruchtpüree-Anteil. Anders als in anderen Fruchteisen verwendet er deshalb einen besonders hohen Fruchtpüree-Anteil von bis zu 50%. Und das schmeckt man. Weiter geht die Eisexpedition auf der Donauischen Straße. Im Alfredo produziert die aus dem Schwabenländle stammende Familie Hofmann seit 20 Jahren unter anderem feinstes Softeis. 8 reine Softeissorten führen die Hofmanns in ihrem sich saisonal wechselnden Sortiment. Der Schlager des Sommers ist der Mango-Kokosnuss-Eisbecher mit Ananas, ordentlich Sahne und Topping. Hier im Alfredo kann man aber nicht nur richtig schlemmen, sondern auch die Umwelt schonen. Löffel, Becher und Trinkhalme bestehen nämlich aus Maisstärke und nicht aus Plastik. Eine Nummer kleiner, aber keineswegs weniger raffiniert geht es in Gruners Eisbar zu. Hier kredenzen Kerstin und Matthias Gruner unter anderem klassisches Kugeleis. Auf die Bedürfnisse der Kunden ist das Eismacher-Ehepaar im Besonderen eingestellt. Alle Milch- und Fruchteise werden ohne Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker hergestellt. Obendrein sind viele der Schleckereien laktose- und glutenfrei sowie für Veganer geeignet. Absolute Saisonempfehlung meinerseits ist das Gurke-Dill-Eis mit Zutaten aus dem eigenen Anbau. Um mich jetzt nach einem frostig heruntergekühlten Sommertag in Pirna endgültig ins Eiskoma reinzumanövrieren, gibt es jetzt zum Abschluss des Tages nochmal einen richtigen Kracher. Le Café beschreibt so ziemlich genau das, was Eisessen in Pirna ausmacht. In zentraler Lage kann man hier in unserer Stadt je nach Gusto genau die kalte Schleckerei zur entsprechenden Stimmung finden. Für meinen persönlichen Tagesabschluss darf es dann gerne auch nochmal eine richtige Eisbombe sein. Sogar die Wespe kostet mal mit, aber sag mal, Mr. Kameramann, ich habe jetzt hier den ganzen Tag an meiner Eisbombe gearbeitet, hättest du nicht Lust, auch nochmal zu probieren? Dann machen wir das so.